Hat er dich gemacht? Doch, hat er. Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eines Formats, welches abrupterweise im Februar ein qualvolles Ende fand und welches eigentlich nicht hätte vor dem August diesen Jahres wieder aufgenommen werden sollen. Yugi News. Ja, ich weiß, ne? Sieht nicht mehr so professionell aus, wie man kennt, ne? Ist ja nicht so, als hätte es einen Grund gegeben, dass wir das jetzt erstmal pausiert haben, ne? Technische Gründe und andere Dinge. Ich würde sagen, passend zu diesem Newsformat ist der Hintergrund momentan heute nicht, denn heute haben wir ein paar exklusive News von Konami bekommen und deswegen habe ich mich dazu entschieden, hey, hauen wir mal eine Sonderepisode raus, auch mal ausnahmsweise nicht an dem Tag, wo es normalerweise rauskommt. Und ich denke mal, dafür sollten wir auch den passenden Hintergrund haben, weil das ist ja quasi so eine Cross-Combo-Episode mit Konami. Let's check it out. Ha! Nice! So rausgerichtet. Yay! Ich würde mal sagen, das sieht besser aus. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir direkt zu den News des Tages. Zu den Reprints von Toon Chaos. Was ich auf den ersten Blick erstmal sagen muss, das Set hat gar nicht so viel mit Toons zu tun, was Reprints angeht. Habe ich aber kein Problem damit. Ich muss sagen, nett mal alle Masked Heroes reprinted zu sehen, die so letzter Zeit keine Reprints bekommen haben. Schön zu sehen, dass viele der Chaos Monster mit dabei sind, auch BLS. Und dass wir auch die Karten reprinted bekommen haben, zum Teil, die in den Sets vorher rausgekommen sind, die halt Gamespiel. Was ist ein Gamespiel? Was? Die in dem letzten offiziell releaseden Yugi-Spiel drin waren und die auch momentan ganz nette Techs und Karten sind für aktuelle Decks. Ich glaube aber, dass die meisten drauf eher abfahren, dass wir leckere Töpfe mit dabei haben. Und zwar gleich beide. Und zwar nicht nur den Extravagant, sondern auch nochmal gleich netten Reprint für den guten alten Topf der Begierden. Das hat ein bisschen länger gedauert. Immer diese englischen Namen im Kopf. Dann ist da noch Litus Agim drin. Yeah! Zurück von der Bandlist, gleich ein Reprint. Und nun, finally, Alter! Wann war die Errata von dem Ding in der OCG? 2015 oder 2016? Chaos-Imperator-Drache. Kommt bei uns endlich mit offiziellen Printing mit dem neuen Ruling dazu. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr daran halten, nur dass, ne, wir wissen ja, wie er ungefähr heißt und so ist der Effekt und deswegen wird er unbanned. Sondern jetzt haben wir ihn endlich mal nach... War der letzte Reprint? Ich glaube, Duelist Pack Kaiba, das ist halt mehrmals reprintet worden, ist wieder nacheinander, aber grundsätzlich fast 10 Jahre her ist. Schön. Ich hoffe, ich ziehe einen. Und für alle, die jetzt gerne mal eine Übersicht hätten von den ganzen Karten, die reprintet worden sind, die findet ihr jetzt hier auf dem Bildschirm. Schön, oder? Für alle Experten unter euch empfehle ich, ein bisschen darauf zu achten, wie die Schrift koloriert ist. Das verrät euch doch dann im Endeffekt, in welchen Rarities sie dort drin rauskommen wird. Und nun kommen wir zum Aufhänger der gesamten Story heute. Ja, ihr habt ja schon im Thumbnail gesehen. Der gute Toon schwarz glänzender Soldat. Die Coverkarte von Toon Chaos und ich darf sie euch heute vorstellen. Ganz exklusiv! So wie andere Yugi-Tuber auch halt weltweit andere Karten revealen dürfen. Ist nicht so schlimm. Wir arbeiten alle gerne zusammen. Und daher empfehle ich euch auch auf jeden Fall bei den anderen vorbeizuschauen, die euch wahrscheinlich jetzt die ganze Abo-Box fluten mit Toon Chaos Releases und Leaks. Viel Spaß damit. Und wir reden heute über die Coverkarte Toon schwarz glänzender Soldat. Und ich muss sagen, als ich die Karte das erste Mal gesehen habe, so vom Artwork damals, als der Release worden ist, dachte ich, okay, passt. Sieht toonmäßig aus. Ich bin gespannt, wie wollen sie den einarbeiten, weil er wird ja wahrscheinlich dann eher auf dem Ritualmonster basieren, als auf den, ne, Gesandten des Anfangs, der halt auch mit dabei ist. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist, wow! Es ist literally das Ritualmonster plus Toon-Extras dazu. Und wenn man sich das mal anschaut, der Beschwörungseffekt ist cool. Ich habe ihn so bei Toons eigentlich bisher noch nicht gesehen, dass die sich beschwören, indem man halt, ich sag mal jetzt in Klammern, Karten discarded von der Hand und oder vom Feld auf den Friedhof legt. Im Endeffekt heißt das als Tribut anbieten, sowohl von Feld als auch Hand, was sehr interessant ist, weil man damit halt entsprechende Karten, die man im Deck techen könnte, könnte man entsprechend zum Triggern bringen. Aber es bietet halt die Möglichkeit, ein Toon-Monster auf eigene Art und Weise
aufs Feld bringen zu können, was nicht viele haben. Es haben nur einige, dass sie sich vernünftig hinbringen können. Ansonsten haben sie viel zu viele Einschränkungen, womit sie dann entweder halt irgendwie Druck beschwören müssen oder irgendwie nicht angreifen können. Und den ganzen Kram haben wir ja hier jetzt nicht unbedingt so. Natürlich haben wir die Tun-Klausel, mit der er halt ne, erst direkt angreifen kann, wenn Tun-World da ist. Aber er ist 1:1 schwarzglänzender Soldat zusammen mit der Ritualzauberkarte in einem Monster. Er ist quasi die Ritualzauberkarte selbst und kann sich halt somit selbst als Ritualbeschwörung, so ein bisschen wie die Megalithner, der sich so ein bisschen anguckt, ja, nee, lieber Monster-Effekt, Ritual Summons. Finde ich interessant. Das heißt, er ist eine sehr flexible Karte, die man spielen kann. Er ist ein Stufe 8er, was natürlich sehr schön ist für die ganzen schönen Zahlungsnamen, die man mittlerweile spielen kann, weil es gibt so viele 8er für das Deck. Also, da kann man sich mal echt überlegen. Er ist auch super einfach suchbar. Er ist generisch suchbar über Tuninhaltsverzeichnis. Namen. Genau. Und ich muss sagen, der dritte Effekt, ich würde sagen, er ist okay. Also, er ist besser als okay. Also, dass er nicht angreifen darf, wenn er benutzt hat, finde ich okay. Ist nicht schlimm. Denn ich finde, die Effektstärke ist nichtsdestotrotz ziemlich gut. Denn er verbannt eine beliebige Karte auf dem Spielfeld. Zauber, Fallen, Monster. Alles kann er wählen. Das ist ein gutes Upgrade zum regulären schwarzglänzenden Soldaten des schwarzglänzenden Soldaten Gesandten des Anfangs. Das macht ihn definitiv, was den Bereich angeht, um einige stärker und er bekommt quasi dieselbe Einschränkung wie auch der große Bruder. Deswegen finde ich das vollkommen okay und ich bin gespannt, ob diese Karte nicht nur eine tolle Karte für ein Toon-Deck sein wird, sondern vielleicht für eine Art Toon-Engine, die man vielleicht in Zukunft irgendwie entwickeln kann, zusammen mit ihm. So, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat diese kurze und knackige Episode gefallen. Die habe ich extra für Konami noch einmal hier, habe ich das Format nochmal ausgegraben und gesagt, okay, gut, das Büro ist eigentlich quasi schon leer, aber was soll's? Für solche brandheißen News, da machen wir das nochmal gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns dann einfach innerhalb spätestens die nächsten 2 Monaten wieder zu wieder regulären Episoden Yugi News. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen und lasst mir gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von den Reprints und von dem neuen Toon Soldier hält. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi. Naja, wollt ihr sehen? Ist wirklich leer. Dann mach ich drin rum. Hier war eigentlich immer die Display Wall. Die Sky!